Ich bin Mareile Blendl, komme zurzeit aus Düsseldorf und bin mit All I Never Wanted. Das ist der Film meiner Schwester Annika und ihrer Regiepartnerin Leonie Stade hier auf dem Festival. Wie bist du hier heute zu uns gekommen? Erzähl uns mal, wo warst du heute schon auf dem Biff unterwegs? Ich bin hektisch gekommen, weil ich diesen Interviewtermin vergessen habe und bin aus dem Daily Circle hier hingerannt. Ich war vormittags auf den Industrial Days eingeladen, was wahnsinnig interessant war. Wir haben da gesprochen über den Blick auf Frauen in der Filmbranche. Damit hat ja unser Film ganz stark zu tun. Ne? Wie präsentieren Frauen sich in der Filmbranche? Wie präsentieren Frauen sich überhaupt? Und das war Gesprächsthema auf diesem Panel. War toll, waren außer mir noch drei andere tolle Filmemacher da. War sehr inspirierend. Dann sind wir gleich auch schon bei deinem Film, beziehungsweise dem Film deiner Schwester und ihrer Partnerin, Regiepartnerin. Mhm. All I Never Wanted, worum geht's da eigentlich? Also All I Never Wanted ist eine Mockumentary. Es ist eine Branchensatire, auf jeden Fall. So nennen wir das total gerne, weil das auch klar macht, diese Dinge sind so nicht alle passiert. Wir überspitzen die ein bisschen. Aber es geht um die Vorgänge hinter den Kulissen. Ein junges Model und eine Schauspielerin kämpfen sich da erkämpfen sich ihren Karriereweg und müssen dabei Grenzen überwinden. Oder beziehungsweise müssen eigentlich über ihre eigenen Grenzen gehen. Und wie bist du zu dem Projekt gekommen? Du hast eben schon gesagt, das ist deine Schwester, die da mit Regie führt. Hast du da im Prozess was mitbekommen? Wie ist es überhaupt zu dieser Geschichte gekommen? Ich meine, wir alle haben die letzten Jahre verfolgt, wie auch ein gewisser Denkprozess sich losgelöst hat in der ganzen Medien- und Filmbranche nach MeToo und so weiter. Kannst du da was erzählen? Ja, das Witzige ist, dass wir der Zeit voraus waren, als wir den Film gedreht haben. Das ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre her. Da fing dieser Hashtag gerade an, sich so aus den Untiefen des sozialen Netzwerks so hochzuarbeiten. Und überhaupt, überall ploppte das plötzlich auf. Ich weiß gar nicht, ob der große Skandal war. Ich glaube, zeitgleich. Und wir dachten immer so, ja, wir machen eigentlich wirklich hier den Film zum Thema. Leider dauert es dann ja immer so ein bisschen, bis so ein Film fertig ist. Jetzt ist er im Kino. Aber es hat sich, es ist immer noch aktuell, es ist noch viel zu tun. Deswegen, lohnt sich das immer noch, sich den Film anzugucken. Und was hat sich für euch im Rahmen dieses ganzen Dreh-, Schreibe-, Arbeitsprozesses, was hat sich da als besonders herausfordernd dargestellt? Also ich glaube, das waren jetzt eher organisatorische Herausforderungen, wobei ich glaube, die beiden waren echt vom Glück begleitet, die Leonie und die Annika. Die haben ja die ganze Modelgeschichte ist ja dokumentarisch gedreht, aufgenommen in Mailand. Und sind auf eine unglaubliche Unterstützung und Offenheit in der Modebranche speziell gestoßen. Also die Caster und die Designer haben die alle reingelassen. Das sind wirklich alles Live-Castings. Teilweise mussten die dann verpixelt werden. Aber dafür, dass das natürlich ein sehr, sehr kleines Budget ist, ist ja ein Abschlussfilm von der HFF München, haben die super Look kreieren können und eigentlich erstaunliche Ergebnisse. Auch dadurch, dass die ganze Theatergeschichte, die ist ja gespielt, ist natürlich dann nicht dokumentarisch. Und da sind wir auch schon bei deiner Rolle. Wie bist du da rangegangen an diese Rolle der Theaterschauspielerin, die du da verkörperst? Rolle in der Rolle, du als Schauspielerin, die eine Schauspielerin darstellt. Wie ist das gelaufen? Das war eigentlich eine Rolle wie jede andere auch. Es war eine tolle Arbeit, weil es super war, mit der eigenen Schwester zu arbeiten, weil wir einfach durch dieselbe Mutter erzogen. Wir haben eine ganz ähnliche Prägung. Wir mussten viele Dinge gar nicht groß kommunizieren oder besprechen. Ich wusste, was meine Schwester da sagen will und sie wusste, wie ich das darstellen würde. Und wir haben das relativ kommunikationsfrei einfach machen können. Das war natürlich ganz toll, ein Geschenk. Und du hast gerade schon gesagt, es ist ein Abschlussfilm. Wie geht es denn mit dem Film weiter? Kann man den jetzt außerhalb von Festivals irgendwo sehen? Gibt es da schon Kinotermine? All I Never Wanted kommt am 12.12. deutschlandweit in die Kinos. Wir freuen uns total über jeden, der das postet, der unseren coolen Trailer auf seiner Pinnwand zeigt. Und
freut uns, weil natürlich Festivalpublikum ist ein besonderes Publikum, auch hier in Braunschweig. Du wirst nachher noch für ein Q&A da sein, aber natürlich außerhalb der Festivals sollte der Film auch sichtbar sein, da sind wir uns einig. Da sind wir schon beim Festival, du bist heute hier erst angekommen, hast gleich die BIFF Industry Days mitgemacht. Wie ist dein Eindruck vom Festival, wie geht's dir überhaupt? Ja, ich finde diese kleineren Festivals und vor allem die Publikumsfestivals sind wirklich ganz toll, weil man, weil das so wunderbar ist zu sehen, dass es so Cineasten in Deutschland gibt, die einfach hier in Braunschweig so eine große Truppe Leute, die alle ins Kino gehen, die sich Urlaub nehmen, die da Zeit investieren und die wirklich begeistert die Filme angucken. Das tut total gut zu wissen, für solche Leute macht man das, für Leute, für Cineasten. Wunderbar, dann wollen wir dich jetzt auch gar nicht aufhalten, du musst nämlich gleich weiter zum Q&A. Vielen Dank, dass du hier bist, viel Spaß beim Braunschweig International Film Festival und viel Erfolg mit eurem gemeinsamen Film, ja, All I Never Wanted. Ja, danke für das Interview und genau, geht ins Kino.